Weiter geht es mit Last Train Home und zu Beginn so ein bisschen, ich hatte gerade auf Twitch eine 1 Minute oder 1,5 Minuten Pause und konnte in der Zeit, liebe Leute auf YouTube, mal kurz nachdenken. Während des Streams kommt man nicht so richtig dazu. Woher das kommt, dass ich augenscheinlich so Bedienungsprobleme habe. Und da addieren sich, glaube ich, mehrere Geschichten. Das eine, was mich extrem irritiert, ist, dass ich kein genügendes grafisches Feedback habe im Schleichmodus. Also wenn die Leute schleichen, dann gehen die geringfügig langsamer und vielleicht geringfügig gebückt, aber nicht wirklich. Unser Scout zum Beispiel, wenn der im Schleichmodus ist, der steht dann immer noch wie so eine Tanne und bewegt sich dann so langsam voran. Und das kenne ich von anderen Spielen nicht so. Also wenn Einheiten schleichen, dann sieht man das auf den ersten Blick. Dann gehen die gebückt und huschen so langsam voran. Und dann, was mich extrem irritiert, ist, dass das Spiel mir kein Feedback gibt, wie weit die Leute feuern können. Also ich kann lesen, so und so viele Meter weit aus können die feuern. Aber wenn ich denen sage, hier geht da irgendwo hin und also wenn uns zielt mal auf jemand, ich weiß nicht, ob die sich noch bewegen müssen. Also ich habe keine, wenn ich eine Einheit anklicke, keinen Radius, keinen Schussradius um die herum, wo ich weiß, können die von da aus das Ziel wirklich erreichen oder nicht. Und so kann man nichts planen. Also wenn ich so einen Halbkreis bilde von Leuten und sagen will, hier soll das Ziel XY angreifen, werden alle von dort aus angreifen können oder nicht? Werden sie sich, wenn ich den Schussbefehl gebe, erst nochmal aus der Deckung rausbegeben können? Ich weiß es nicht. Und dasselbe fehlt mir auch bei der Gegenseite. Ich weiß nicht, kann die Gegenseite mich schon erwischen, wenn ich feuere oder nicht? Weil auch kein Feedback das. Das irritiert mich auch sehr, weil ich hätte so viele Möglichkeiten, so zu planen, zu kriechen, zu fallen, zu hinterstellen, aber ich weiß es irgendwie nicht. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn ich einen Angriffsbefehl gebe einfach. Das irritiert mich auch sehr irgendwie, ne? Und man muss sich echt reinfuchsen, was im Silent-Modus, im Schleichmodus danach möglich ist und was nicht. Das scheint auch nicht so intuitiv anscheinend gelöst zu sein. Und in Summe, das sind alles jetzt keine schwerwiegenden Dinge. Das ist also ist ein Klacks, sowas zu implementieren. Vielleicht schauen die Entwickler ja zu. Ich weiß es nicht. Also so schwierig wäre das nicht, das einzuführen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch sinnvoll fändet oder nicht hier. Wir machen mal weiter. Also das haben wir alles hier gelöst. Hier gibt es anscheinend noch Beute. Ich warte. Mal schauen, was da drin ist. Oder auch gerade, dass der Granatenwerfer sich selber verletzt hatte, als er die Granate aus kurzer Entfernung geworfen hat. Also ich habe zumindest keine Anzeige gesehen dabei, ne? Das haben wir eben schon selber ausprobiert und rausgekriegt. Jetzt versuchen wir mal, ob wir den heilen können hier. Ob das geht während einer Mission. Ja, jawohl. Mit rechts nicht, mit links. Das ist nur ein Kratzer. Mit links kann sie, prima. Wunderbar. Einmal komplett ausgeheilt, alles klasse. Ich warte. Gehe in Deckung. Ja? Hier oben weiter, bitte. Gehen wieder in den Schleichmodus. Ich hoffe, es fällt mir nicht auf die Füße zu schleichen. Und jetzt ziehen wir mal unseren Scout nach vorne. Ja, ich wechsle die Position. Und sagen ihm einmal spähen, bitte. Ich sehe es mir an. Boah, sind da viele Feinde. Das ist aber krass. Wie sollen wir denn die ausschalten? Sie wissen, dass wir hier sind. Sie werden hinter uns her sein. Wir machen das Maschinengewehr schussbereit und heizen ihn so richtig ein. Mit dem Maschinengewehr? Das hatten wir eben auch schon mal ausprobiert. Wir entdecken anscheinend Dinge zu früh und versuchen sie zu früh auszuprobieren, ne? Früher, als man uns es zutraut. Ich bin ganz Ohr. Oh, schau mal, wir haben plötzlich 2 Späher. Klasse. Der Maschinengewehrschütze war... der hier. Bereit? Ja, ich gehe in Position. Gehe in Deckung. Kann er von hier aus die Maschinengewehrgeschichte machen? Aha. Suche Deckung. Fokussiertes Feuer, wenn man hier drauf läuft. Die Stelle ist gut. Dann wird jemand erwischt. Es braucht eine Zeit, das aufzubauen. Da sind sie. Stellung behaupten. Befehle?
In Bewegung. Erwarte Befehle. Befehle. Geh in Deckung. Auf dein Kommando. Wechsle die Position. Ein bisschen Deckung. So bereit, wie es nur geht. Ja, so richtig mehr Deckung geht ja nicht, ne? Ja. Geh in Position. Ja. Da ist Deckung möglich. Deckung da links ist ja sinnlos. Was ist? Könnte er hier irgendwo Deckung machen? Hier noch? Ich zieh den Kopf ein. Auf dein Kommando. Kann sie noch irgendwo Deckung machen? Nur von der Seite, nicht nach vorne hin, ne? Kein Platz mehr da. Da geht ein anderer hin. Feuert er? Er ist noch im Silent-Modus. Jetzt kann er feuern. Krass. Wow, das funktioniert ja echt super. Klasse. Hat wunderbar geklappt. Der Rest der Truppe wird nicht so dumm sein, uns anzugreifen. Schade. Nachdem sie ihre Kameraden auf der Brücke haben sterben sehen. Also starten wir einen Artillerieschlag und lassen die Bastarde für ihre Verbrechen bluten. Ein Artillerieschlag? Wie geht das denn? Bin mal sehr gespannt. Hier wird es erklärt. Eine mächtige Hilfe, die wir machen können, um starke Positionen aufzubrechen, geht nur eine bedingte Anzahl von Schlägen gehen immer. Und geht auch nicht innerhalb des Kriegsnebels. Das sind die Bedingungen dafür. Die Mission muss es prinzipiell zur Verfügung stellen. Der sogenannte Artilleriewaggon muss Teil unseres Zuges sein. Und in dem Waggon auf der Strategiekarte muss der Zug bemannt sein, also dieser Waggon bemannt sein. Und im Inventar des Zuges muss genug Artilleriemunition zur Verfügung stehen. Zwergelstein, liebe Grüße an die Zwerge-Elstern. Danke für 36. Abo hier. Danke dir. So, und wo ist das? Rechts unten wäre das irgendwo hier. 4 Artillerieschläge wären möglich. Jawohl. Ah. Okay. Ach, guck mal hier, die roten Teile, die würden dann auch explodieren. Die roten Fässer, ne? Dann einmal hier vorne bitte. Was für eine Explosion. Wir kommen noch mehr? Um Vorräte für unsere Reise zu besorgen. Wir holen sie und verschwinden dann von hier. Ich fühle mich schlecht, wenn ich die Vorräte nehme. Die Roten haben sie sicher von den Dorfbewohnern gestohlen. Die Dorfbewohner sind tot. Und das sind wir auch bald, wenn wir nicht in die Gänge kommen. Okay, einmal alle schnappen. Sven, danke fürs 11. Abo hier. Lassen wir aber den Schleichmodus weg hier. Neue Befehle? Jawohl. Einsatzbereit. Jawohl. Ja? Das kann ich machen. Wir können Stoff für Uniformen und Decken gebrauchen. Wir werden im tiefsten Sibirien sein und... Und der Winter naht. Na los, weiter. Ich sehe es mir an. Auf dein Kommando. Kohle. Gut. Treibstoff ist der wertvollste Rohstoff auf unserer Reise. Ist nicht Nahrung der wertvollste Rohstoff? Natürlich. Am nächsten Betriebswerk sollten wir eine Lokomotive kaufen, die von Bären angetrieben wird. Vielleicht können wir auch Bären verbrennen, um im Zug auf unserer Fahrt durch Sibirien zu heizen. Gibt es Befehle? Ah, Munition müssen wir noch finden. Irgendwo ist noch ein Munitionsvorkommen, Leute. Geh in Position. Was ist denn das da? Ach, das ist der Wachturm, den wir besetzt haben. Und da vorne ist noch ein Ziel. Wird uns auch angezeigt. Jawohl. Ja, das mit der neutralen Entscheidung war erstaunlich schnell vorbei. Also ich hätte auch gedacht, dass hier, wer weiß, was passiert wäre, wenn wir uns früh noch andersrum entschieden hätten, ne?
Ich höre. Dein Befehl? In Ordnung. Wer auch immer die ganze Munition zurückgelassen hat, muss im Umgang mit Bajonetten sehr erfahren sein. Also, wenn mein Maschinengewehr keine Munition mehr hat, ist es eine reine Last. Ich würde Artillerieunterstützung anfordern. So, das haben wir geschafft. Wunderbar. Ah, schau mal hier. Der Lebensbalken ist tatsächlich nicht wieder temporär, wurde der gefüllt, aber man muss diese Person jetzt nochmal richtig heilen. Medaillen vergeben. Extra XP. Also wir können einem sagen, du bist unser Held und dem können wir eine Medaille geben und die Person bekommt dann extra XP. Das ist eine witzige Entscheidung. Wem würdet ihr extra XP geben, Leute? Ich finde eigentlich unsere Maschinengewehrschützen. Wer war denn das? Das war der Grenadier, der verwundet worden ist. Das war der Maschinengewehrschütze, ne? Antonin. Den Verwundeten. Matze, du bist ein Weichei. Alle sagen Josef. Drei Leuten könnten wir sogar Medaillen geben, heißt es im Chat. Antonin, Josef und der Heilerin, ja? Und Magdalena, der Sniper. Ja, wir hatten doch gar keinen Sniper. Wir hatten keinen echten Sniper. Magdalena, Josef und Antonin. Das sind die Beförderung und Josef? Ah, die reicht nicht aus, die Medaille, für ein Level weiter. Ziele erreicht. Loot bekommen, Equipment, das wir erhalten haben, prima. Schicksalhafte Begegnung, das hatten wir eben schon. Der Major ist in Gedanken verloren. Die Roten hatten uns wohl erwartet. War es eventuell eine Falle? Ist Captain Langamt, der vor uns in Moskau Verhandlungen treffen wollte, dass wenn er Wladiwostok kommt, vielleicht irgendetwas passiert? Wir wissen nicht, was die Verhandlungen ergeben haben. Zurück zu euren Posten. Neue Quest. Wir müssen nach Moskau fahren, um mit Langer umzutreffen. Neue Legionäre, drei neue an unserer Seite. Dushan, Aljubeta und Alfred. Wunderbar. Ja, können wir aufbrechen? Ich glaube ja. Ist das, heilen die denn automatisch hier? Ich speichere einmal ab. Oder müssen wir denn manuell sagen, halte bitte? Einer ist verwundet. Im Hospitalwagen werden die verbessert oder von stationären Ärzten an einer Station oder indem sie Medizin verbrauchen. Ah, bam, 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 das sind die Verwundeten. Wie heilt er jetzt? Wie heilen wir ihn aus? Müssen wir vielleicht in den Wagen reingehen? Den Hospitalwagen und da einen reinpacken? Ja. Doppelklick? Nein. Kein Doppelblick. Crack and Drag and Drop auch nicht. Jetzt ist er da. Einfach nur anklicken. Und die beiden heilen, ne? Er macht gerade ein Nickerchen, sie heilt. Jetzt sollte das eigentlich klappen über Zeit. Dafür ist er im nächsten Kampf nicht mit dabei. Können wir sonst noch irgendwas machen? Irgendwas Loot herstellen können wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ah,
wir können Leute hier zuweisen, die für uns automatisch kämpfen, dem Artilleriewagen, falls wir frühzeitig in ein Gefecht verwickelt werden. Wir tun mal so, als würde das nicht passieren, weil wir wissen, dass es eine Tutorial-Mission ist und hoffen darauf, dass uns das extra sagen würde. Jetzt einmal losfahren. Was? Im Ort gibt es keine Aktivität? Ich weiß. Ja, normale Geschwindigkeit. Einmal starten. Also wir haben die Verteidigung nicht aktiviert. Ich hoffe, wir werden nicht überfallen. Auch bei dem Level Up, da eventuell manuell irgendwas machen kann. Gucken wir uns mal die Liste an. Das ist der Guide, wie man Leute verarztet. Das haben wir, glaube ich, geschafft. Wo ist die Liste der Beförderung? Hier unten ist die Liste der Soldaten. Bum, bum, bum. Wo kann man Damen und Herren eine Beförderung geben? Oder kriegen die überhaupt eine? Das ist der Rang. Das ist, wie kalt ihnen ist, ob sie gute Klamotten haben, noch hat der Winter nicht begonnen. Das sind ihre Traits. Alphabetisch sortiert, nach dem Rang sortiert. Seht ihr irgendwas? Rechts WB-Attribute? Ja, die Attribute sehe ich. Die Traits auch. Man kann ja manuell irgendwas machen. Available, das sind die verfügbaren Attributspunkte. Einmal ein Doppelklick auf den, nichts passiert. Einmal ein Rechtsklick, nichts passiert. Hier kann man Punkte vergeben für diese fünf Gebiete. Fitness, Willensstärke, Charakterpunkte, Geschicklichkeit und Intelligenz. Und Antonin hat die Rolle eines, was ist seine Rolle? Was macht er im Augenblick? Man kann die Rationen auf halb und voll stellen. Boah, welche Rolle hat er denn im Kampf hier? Wir inspizieren ihn mal genauer. Da hat er seine Beförderung. Und das sind die Rollen, die wir freischalten könnten. Scout, Gewehrschütze oder Arbeiter. Und welche Rolle hat er im Augenblick? Welche Rolle hat er im Augenblick? Hat er noch gar keine oder hat er irgendeine? Wolfskind, danke für 7. Grüße an dich, danke dir. Welche Rolle hat er denn im Augenblick, der Antonin? Hat er noch gar keine Rolle? Er kann Kräuter besser sammeln. Er wird schneller krank. Wenn er etwas herstellt, ist er geschickter. Er sei der Maschinengeschütze. Wo steht das denn? Hier, Maschinengewehrschütze. Er hat im Augenblick 2 Rollen. Ist er im Zug, kocht er und ist er außer und als Maschinengewehrschütze im Kampf. Und jetzt müssen wir nochmal schauen, wodurch er da verbessert wird. Und dafür ist entscheidend Geschick und Fitness. Das macht ihn dafür besser. Und er hat schon die beiden ersten Stufen. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist erhöht. Das ist ein passiver Bonus durch Geschick. Und das scheint er schon zu haben. Und er braucht einen Fitnesspunkt mehr, um sprinten zu können. Oder eine aktive Fähigkeit des Unterdrückungsfeuers zu machen. Dafür braucht er einen Fitnesspunkt anscheinend. So verstehe ich das. Das heißt, wir müssen ihm jetzt einen Fitnesspunkt geben, hier. Und wenn wir das machen, verbessert sich die Reichweite beim Granatenwurf, die Reichweite der Rauchbomben und die Präzision bei Recoil-Kontrolle. Dann geben wir eben einen Fitnesspunkt, ne? Ein Fitnesspunkt. Ich hoffe, das wurde jetzt automatisch übernommen.
Hat es geklappt? Nee, wurde nicht übernommen. Noch mal ein Fitnesspunkt. Einmal bestätigen. Jetzt ist er vergeben. Alles klar. Dann können wir noch einen Fitnesspunkt vergeben an Magdalena. Magdalena war die Ärztin. Als Ärztin profitiert sie von... Wir können ihn, könnten sie zusätzlich zur Ingenieurin machen. Als Medizinerin noch mehr Intelligenz. Wo klicke ich denn hier? Das wird die Ingenieursgeschichte. Jetzt bin ich bei ihr, das ist die Medizinerin. Und sie ist schon auf Level 2. Passive Fähigkeit zum Heilen. Und mit Charisma wäre sie verbessert. Könnte Konflikte im Gespräch ohne Schaden lösen. Wäre vorsichtiger. Und wenn sie medizinische Fähigkeiten macht, ist sie irgendwie besser. Also wir geben ihr einmal Charisma. Und Charisma war hier. 6er Charisma, einmal bestätigen. Wurde das jetzt übernommen? Ja. Okay, ich glaube, das Wichtigste haben wir gemacht. Ich habe nicht genau begriffen, ob wir das auf jeden Fall auf Charisma setzen mussten oder nicht. Also es wurde suboptimal erklärt. Wird es hier erklärt in dem Guide? Da wird nur erklärt, wie man in XP kommt. Für jeden neuen Rang bekommt man einen Rollpoint, einen Rollenpunkt und einen Attributspunkt oder beides. Mit den Rollenpunkten können wir auch ein neues Attribut freischalten. Und ansonsten die Attribute. Das heißt, wir könnten auch noch die Rolle verbessern bei beiden. Oder wir versuchen es nochmal bei Magdalena. Doppelklick, nein. Einfacher Klick, nein. Hier drauf klicken, auch nicht. Wie rufe ich sie nochmal auf? Nochmal hier auf die Lupe. Das sind die Rollen. Eine Rolle verfügbar. Jetzt kann ich eine weitere Rolle noch nehmen. Sie ist Medizinerin, sie ist Doktor. Oder kann ich hier die Rolle verbessern? Ich habe einen Rollenpunkt. Unlock. So viele verschiedene Rollen. Mache ich jetzt eine neue Rolle oder mache ich die Rolle 3 hier? Die kann ich nicht anklicken. Ich klicke mal auf... Sie ist schon Medizinerin und Doktor. Wir könnten sie zusätzlich noch zur weiteren Maschinengewehrschützin machen. Wobei, welche Level... Sie hat alle Level so halbwegs gleichzeitig. Wer profitiert denn sonst von der Intelligenz noch? Also der Ingenieur profitiert von der Intelligenz und von der Willenskraft. Der Grenadier profitiert von der Intelligenz. Genau, dann wäre doch naheliegend, dass man sagt, man macht auch einen Grenadier aus ihr. Kann ich das anklicken und dann unlocken? Stattdessen wird der Ingenieur cancel, den Ingenieur bestätigen. Das geht. Und warum kann ich nicht den Grenadier machen? Geht das nur von links nach rechts? Anscheinend geht es nur von links nach rechts. Und ich kann nur den Ingenieur freischalten. Also selbsterklärend ist das noch nicht hier. Da fehlt noch was, wird gesagt. Ah, hier grün geheilert ist das, was sie hat. Und wenn man noch mehr Fitnesspunkte hatte, dann ging der Grenadier. Wenn man Geschick hätte, dann geht auch das hier. Okay. Was steht hier oben? Die verschiedenen Attribute. Das sind ihre Traits. Das, wenn das grün gewesen wäre, wäre das möglich gewesen. Okay. Und so eine Rolle geht auch noch bei jemand anderem. Oder? Bei wem? Wo sehe ich, ob ich... Antonin hat, glaube ich, noch einen blauen Rollenpunkt. Einmal hier auf die Lupe klicken. Hier sind die Voraussetzungen erfüllt. Scout oder Riffleman können wir mit ihm machen. Und Worker. Die drei sind alle markiert. Die drei sind grün gehighlightet. Okay.
Ach, und das Unlock darunter steht immer unter dem, was man schon hat. Das heißt, wenn hier das gehen würde, würde darunter auch ein Unlock stehen. Okay, langsam komme ich rein. Und was von den dreien wollen wir machen? Noch ein Scout für Sniper Rival? Gerne. Komm, wir geben eben einen weiteren Scout mit ihm her. Alles klar. Ah, und es ist die Übersicht aller Rollen. Okay. So, wie geht's weiter? Was machen wir als nächstes? Wir fahren vorwärts. Hier sind die ganzen Guides nochmal aufgelistet. Wir fahren Richtung Moskau.